Ja, Juventus Turin hatte in den Anfangsminuten ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wo Juventus nicht hinspielen müssen. Juventus Turin hat ein bisschen Theater gemacht. So wie beim Inter-Spiel. Juventus Turin hat schlecht gespielt gegen Inter. Und bei anderer Seite von Bologna musste gewinnen, aber Bologna hatte auch ein paar Fehler gemacht. Und eigentlich hätten sie müssten ein 1-0 sein. Aber dann Bologna, Juventus Turin fast ein Eigentor. Juventus Turin fast ein Eigentor, aber dann ist es ein Glück nicht. Also fast, Juventus hat fast zwei Eigentore gemacht. Wenn ihr diesen Video gefällt, lasst ein Like da und ein Abo da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann bekommt ihr immer eine neue Benachrichtigung und eine neue Nachricht, wenn das Video online kommt. Juventus Turin führte zum 1-0 in der 15. Minute. Arthur trifft in der 15. Minute. Jawohl, Juventus Turin. Vamos, Forza Juventus. Vamos. Ich könnte um diesen Text lesen. Vamos, Forza, vamos. Heißt das diesen Text auf YouTube. Und folgt mir auf Instagram, Bavone1708. Da kommen Stories und Bilder. In der zweiten Halbzeit hatte Bologna schlecht gespielt, also Bologna kam in der zweiten Halbzeit gar nicht, also Bologna kam in der zweiten Halbzeit gar nicht. Juventus kommt aber dann in der Halbzeit, Juventus Turin. Das ist das Problem. Juventus Turin hatte Probleme in Innenverteidiger. Also Juventus Turin hatte Probleme in Innenverteidiger. Das ist es. Juventus Turin Problem in Verteidigung. Juventus Turin hatte gute Spielerabgänge. Juventus hat gute Spielabgänge verkauft. Nein, das muss nicht sein. 72. Minute. Ich dachte mir wirklich, Juventus, kommt Juventus Turin auf das nächste Tor? Ja, 72. Minute. Weston McKennie trifft Juventus Turin zum 2-0. Und Juventus Turin gewinnt am Ende. Ja, 10 Minuten zu spielen. Bologna hat noch 10 Minuten zu spielen. Und dann wäre es das. 3 Minuten Nachspielzeit. Juventus bekommt noch 3 Minuten Nachspielzeit. Und das war's. Bologna ist am Ende total kaputt. Und ja, das war's mit diesem Video. Hoffentlich hat das Video euch gefallen. Ich müsste mehrmals das Video machen, weil ich nicht so viel Speicherplatz habe. Und das hat mir so aufgeregt. Ich habe mir das Handy am Boden gemacht und werde mir sagen, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und einen schönen Nachmittag. Und das war's von mir. Juventus Turin gegen Bologna. Das war's von mir. 12:30 Uhr. Und dieses Video kommt jetzt online. Und ich wünsche euch einen schönen und bis. Vamos. Forza Juventus immer und wieder.